Mein YouTube-Kanal ist jetzt 12 Jahre alt und das feiern wir mit dem limitierten 12 Jahre Feuerwerk Fullprint Hoodie sowie limitierten Designs von Team Melona, Saftig und Totemas All Over Print Design. Außerdem gibt es ein 100 Charakter Riesendesign und die 4D Feuerwerk Autogrammkarten. Limitiert nur jetzt auf shop.kavitsch.com. Ich werde versuchen zu forschen, wer oder was hinter all dem steckt. Was zum Bär? Oder Bär? Nein! Komm zurück! Alles gut? Er hat sich, glaube ich, ein bisschen. Oh, oh, oh mein Gott! Ach, nein! Es ist schon wieder ein neuer Tag, ein neuer Schrecken! Oh, oh! Warte mal! Warte mal, Manfred, was machst du hier? Manfred, warum liegst du beim Bett? Hallo, Manfred! Was machst du hier? Warte, Übernachtungsparty? Was für eine Übernachtungsparty? Manfred, ich habe nie eine Übernachtungsparty hier gemacht. Was? Oh, Leute. War das jetzt die ganze Nacht hier geschlafen, Manfred? Wie lange bist du schon hier? Bist du eingebrochen? Warum? Ja, das muss ich dich fragen, warum, Manfred? Da schleicht der Manfred einfach in mein Bett. Ich meine, okay, vielleicht hat er Angst gehabt. Okay. Wisst ihr, Manfred ist manchmal wie so eine Katze, ja? Manchmal rennt er ohne Grund einfach weg ins Labyrinth und manchmal schläft er einfach nachts bei einem im Bett, ja? Einfach so. Manfred, weißt du? Manfred, weißt du, würde ich dich nicht, noch nicht so lange kennen? Warte, 12? 12? Achso, ja, Manfred, 12 Jahre! Das neue Design, Leute, von shop.kaufen44.com. 1 plus 2 gleich 12? Manfred, nein, so funktioniert Mathematik nicht, aber du hast schon. Du hast zumindest die Zahlen richtig, die Ziffern richtig erfasst, ja? Was? Ja, guck mal, dreh dich mal um, Manfred. Guck mal. Auf der Rückseite, Leute, vom Vollprint ist nämlich so ein Phönix. Guck mal, seht ihr das? Manfred, du bist jetzt mein Model. Mein Fotomodel hier. Was sag ich da? Was? Warum 12? Ja, keine Ahnung, Manfred. Weil ich dir gleich eine auf die 12 gebe hier. Nicht Spaß. Aber ich mach 12 Jahre YouTube, Manfred. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber. 12 Uhr? Ja, stimmt, 12, stimmt. Meine Videos kommen doch immer um 12 Uhr raus. Stimmt, auf das habe ich nie gedacht, Leute. 12 Jahre, 12 Uhr immer meine Videos. Warte, ist 12 Labyrinth? Nein, 12 ist nicht. Nein, Manfred, nein, nein, nicht. Manfred, es ist immer so laut. Nein, das gehört jetzt niemand. Das ist meine. Keiner zu Hause. Manfred! Okay, komm, du willst die? Okay, Manfred, dann hol ich dir. Hier. Oh, Manfred, such die Musikdisk. Erst wenn du die findest, darfst du wieder Musik machen. Er sucht. Hallo? Hey, was? Hallo? Leute, was machst du? Was ist das jetzt? Leute, hat so Hexenhut. Totenkopf und Kürbis aufgehängt und Geist. Halloween? Ach, Halloween! Manfred, da schreibt man aber nicht so. Halloween, du weißt schon, Wien ist eine Stadt in Österreich. Halloween? Halloween? Leute, warte, Wien? Ja, Manfred, komm mal nach Wien. Das ist richtig geil. Dann können wir in den Prater gehen. Oh mein Gott. Woher ist jetzt die ganze Halloween-Deko? Manfred, da verfängt man sich. Manfred, das ist eine Sicherheitsgefahr hier. Guck mal. Manfred, da stolpert man! Hallo? Wien? Stimmt, Leute, heute ist ja Halloween! Ey, Leute, 31. Oktober! Hallo, Wien? Egal, aber Manfred, woher hast du diese Deko hier? Ich meine, es ist schon schön und gut, Manfred, aber guck mal, jetzt muss man so den Dings machen hier. Den, wie nennt man das? Wo man so, wo man so Dings gerade so unten durchkommt. Manfred, kannst du das auch? Warum Wien? Manfred, keine Ahnung, du hast gesagt Wien? Manfred, guck mal, kannst du das? Wer schafft's weiter runter? Schau mal. Okay, Manfred, mach's tiefer. Leg tiefer die Stange. Manfred, kennst du das Spiel nicht? Ich weiß, wie das heißt. Limbo. Limbo, oder? Manfred, was machst du denn? Ach, egal. Und Leute, ich bin auch in Deutschland unterwegs, ja? Ich bin am 7.11. in Karlsruhe und am 13.11. in Rosenheim unterwegs. Da könnt ihr quasi mich auch treffen. Tour.kaufwitz.com. Schaut vorbei, Leute. Richtig, richtig sick. Ich freue mich demnächst wieder einige von euch zu treffen. Und bei ihr. Okay, Professor Koffer, was sollt ihr jetzt?
Du Koffer, warum machst du... Ich bin hier. Notfall. Heavy Notfall. Wir wurden beklaut. Heavy wurden beklaut. Du Koffer. Warte, was? Wer hat uns beklaut? Warte, kam irgendein Neuer mit dem Aufzug hoch? Ich habe sie gesehen letzte Nacht. Sie hatte lila Haare und einen schwarzen Mantel. Oh nein, Leute. Leute, ich hatte nicht Vertrauen in Nina. Nein, warum? Ich meine, es haben ein paar in den Kommentaren schon vermutet, dass die vielleicht, sie hat alle meine Forschung, sie hat alle meinen Forschungsfortschritt geklaut und ist damit ins Labyrinth gerannt. Nein, was? Oh nein, das ist äußerst ärgerlich, du Koffer. Warte mal, Forschung... Was hast du denn geforscht? Ich hatte schon so viel Fortschritt gemacht, eine mathematische Formel zu entwickeln, die das Labyrinth löst. Weil du hast wirklich geschafft, eine Formel zu entwickeln? Warte, und die hat das... Aber sie wurde von der Person geklaut. Und wo ist die hin? Hast du irgendwas gesehen? Und ich kann mich nicht an alle Details der Formel erinnern. Sie war 7 Seiten lang. Warte, 7 Seiten? Leute, was ist das für eine... Das ist ja, keine Ahnung, ganzes Matheheft. Wir müssen querdenken. Warte, und wo ist sie hin? Sie ist ins Labyrinth, oder was? Ja, ist ins Labyrinth gerannt. Es gibt bestimmt eine logische Möglichkeit, das Labyrinth zu lösen. Stimmt, vielleicht auch ohne Mathe. Vielleicht irgendwie mit immer rechts gehen oder immer links gehen. Ich werde weiter nachdenken und an einem Plan B arbeiten. Du Koffer! Hey! Selber Koffer! Leute! Ich meine, wenn ich immer links gehe oder immer rechts gehe, früher oder später finde ich raus, oder? Aber Problem ist, immer rechts oder immer links gehen dauert sehr lang. Es ist eine sehr langsame Lösung. Und Leute, ich glaube, das ist nicht die beste Lösung, wenn wir ultra viele Monster haben. Wir brauchen. Gibt es eine bessere Art, Labyrinth zu lösen? Ich weiß nicht. Immer links, immer rechts geht, aber ich glaube, da sterben wir. Das dauert zu lang. Haben wir noch irgendein. Nein! Oh! Leute, Nina hat auch meine Sachen geklaut. Diese miese Verräterin! Leute, was hatte ich alles? Leute, schreibt mir in die Kommentare. Was hatte ich alles hier drin? Den Raketenwerfer, den Granatwerfer. Mein Unboxing. Leute, nehmt mein Unboxing. Meine Rüstung. Was hatte ich noch? Granaten. Dias. Und mein Enderpearl habe ich. All meine Waffen. Meine Rüstung, mein Schild. Oh no, Leute. Ich habe mich so gefreut. Letzte Folge, dass ich endlich irgendwie, keine Ahnung, gute Waffen hab. Oh nein, Hauptsache einfach die überall Halloween-Deko aufgehauen. Leute, Halloween heute. Ich glaube, Leute, heute gibt's noch 3 Tage Halloween-Edition. 3 Tage. Leute, 3 einzelne Tage noch die Halloween-Edition. Danach ist die für immer und immer ausverkauft. Leute, jetzt allerhöchste Eisenbahn. Wirklich, Leute. Ich will, dass jeder von euch zumindest die auscheckt im Shop. Weil, Leute, ich habe mir zu viel Mühe gegeben. Und ich finde, es eines der geilsten Halloween-Designs. Oder einer der geilsten dabei. Zum Beispiel Zimelone Halloween ist eines der coolsten. Saft, die Geister, meine geile Abwechslung. Und das Tote, was Magmal overprint. Shop.kaufwitzig.com, hol dich Halloween-Edition, Leute. Und ich glaube, ich ziehe mir heute mal das hier an. Was mit Manfred? Manfred, wusstest du das? War nicht irgendwie, wollte ich heiraten oder Flitterwochen? Leute, hatte ich irgendwie auch gesagt. Was wird Manfred? Manfred, was ist los mit dir? Nein? Heavy, nein! Was wurde denn alles geklaut? Was? Was soll denn? Manfred, was ist das? Warum hast du hier eine Milliarden Kabel aufgehängt? Manfred, da stolpert man doch! Oh, deine ganze Musik. Frau? Leute, die ganzen Musikboxen wurden geklaut! Ich glaube, jetzt noch eine einzige oder so. Frau ist Labyrinth. Oh mein Gott, der fragt nicht mal mehr. Ist sie Labyrinth? Er sagt einfach, sie ist Labyrinth. Ja, das stimmt. Frau, nein? Okay, Manfred. Die Dings, die Nina, die hier war, ist doch nicht so vertrauenswürdig, wie wir dachten. Warum nein? Manfred, wie warum nein? Hast du gerade nein gelernt? Das ist ein neues Wort bei dir. Warte, ist Frau jedes Experiment Labyrinth? Lola hat jetzt gerade alles auf einmal gesagt. Vampir, Yeti, Experiment, Labyrinth. Ja, Manfred, es ist alles auf einmal. Es ist alles böse, weil sie hat uns ausgeraubt.
Manfred. Manfred, mach hier Dings. Mach, Mission Impossible. Das sind tödliche Laser. Du darfst nicht draufkommen. Nein? Hey, wie? Nein, Manfred. Ich glaube, er hat gerade keinen Bock. Ich glaube, Manfred ist ein bisschen enttäuscht. Okay. Wie okay? Manfred, plüscht dir. Frau? Ja, die ist weg, Manfred. Die hat vom Nein! Was? Nein. Die hat vom Professor Koffer die geheimen Pläne geklaut. Die hat jetzt irgendwie eine Lösung. Honig? Wie Honig? Okay. Also, Frau, nein, Honig, okay. Manfred, das sind die wahren Prioritäten, ja? Weißt du, Manfred, der Honig klaut dir zumindest nie alle Items. Frau? Leute, ich weiß, wo Manfred immer Frau sagt. Manfred, die heißt Nina. Weißt du, Labyrinth? Ja, Frau ist Labyrinth, Manfred. Ja, richtig. Manchmal ist es wirklich so. Was machst du denn jetzt? Ah! Wisst ihr, Manfred ist eine spezielle Person. Ja, muss man ehrlich sagen, Leute. Ja? Ich meine, er hat viel mitgemacht. Und ich glaube, wir haben im Paradox mal erfahren, dass Manfred sogar Angst hat vor Frauen oder so. Ich glaube, der kennt die nicht. Oder so. Weil es irgendwie keine Frauen gab, wo er aufgewachsen ist. Keine Ahnung. Wo ist er jetzt hingerannt, Manfred? Komm zurück. Manfred, bleib stehen. Und zieh dir deine Sache wieder an, Manfred. Das kann es ja nicht sein. Ich meine, jetzt ist wenigstens niemand mehr da, der dich... Was zum? Leute, was ist hier eigentlich? Manfred! Wo ist er denn? Komm raus! Manfred! Was machst du? Was? Leute, warum? Warum laufe ich Manfred nach? Habt ihr diese Frage schon mal gestellt? Warum laufe ich eigentlich nach, Leute? Oh, das ist zum Kotzen. Okay. Leute, wir brauchen einen neuen Plan. Neuer Plan ist, wir gehen in die Richtung, okay? Weil, Leute, letzte Folge haben wir diesen komischen Eisbär getroffen, der kein Eisbär war, sondern irgendwas anderes. Deswegen in die Richtung gehe ich nicht mehr. Ich gehe jetzt mal hier lang. Hier haben wir eigentlich halbwegs Erfolg gehabt, oder? Erinnert ihr euch? Ich glaube, in der Richtung... Waren hier die ganzen Stoppschilder und 80er-Zonen? Nee, gell? Nee, das war andere Richtung. Hier ist Moos an den Wänden. War das in allen Seiten? Nein, das wird schon wieder gruseliger. Je tiefer ich reingehe. Ich habe eine Shotgun mit 8 Schüssen jetzt wieder hier, ja? Warte, war hier nicht dieses... Oh, ich habe Schritte gehört. Stopp! Vielleicht habe ich mich getäuscht. Erinnert ihr euch noch? Ich glaube, hier drüber, da war zum ersten Mal der Beißer. Der mit dem riesigen Gebiss. Und irgendwo hier war dieses eine Buch. Wisst ihr es noch? Ist die ganze Wand kaputt. Bin ich überhaupt richtig? Dieses eine Buch, wo wir zum ersten Mal diesen wahnsinnigen Typen gesehen haben. Das Skelett hier, den Toten. Was zum... Oh nein. Nein, bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Was bist du? Ist es ein Babymonster? Ich glaube, es ist ein Babymonster, Leute. Soll ich ihm mal nach? Er scheint Angst zu haben von mir. Hey, du! Es ist irgendwie niedlich. Leute, ich weiß, es klingt super komisch, weil es ein komisches, böses Monster ist, aber... Es ist irgendwie... Genau, hier war dieser Typ. Das war nicht der Professor, das war dieser... andere wahnsinnige Typ. Okay, ich hoffe einfach, der führt mich nicht zu einem riesigen Monster. Vielleicht kann ich dem folgen. Oh mein Gott, okay, Leute, hört mir jetzt zu. Vielleicht kann ich dem jetzt nachfolgen hier. Und der führt mich zu einem Nest. Und dann kann ich die Eier der Monster killen. Und dann können die... Dann kann ich die auslöschen. Was ist für ein... Guck mal, warum ist es so eng hier? Also, ich habe jetzt nicht gerade Klaustrophobie oder so, aber...
Wo ist Monster? Hier! Hey du! Ich will dir nichts antun! Kennst du... Warte mal, was macht ihr hier? Kennst du den Ausgang? Nun, warte mal, wo geht der hier hin? Was zum... Ich glaub, der kennt sich aus im Labyrinth. Ich glaube, der kennt sich richtig gut aus hier. Der beruhigt sich hier. Wie ist er hier raufgekommen? Ach, hier so. Will er mir irgendwas zeigen? Leute, vielleicht führt er mich zum Ausgang. Warte, hier. Nein, er will kein Schnitzel. Warte mal, ich sitze oben. Warte mal. Ist kaputt. Was für... Oh mein Gott. Du, ist es sicher? Okay. Ich glaube, der läuft hier. Leute, bringt er mich auf die Mauer drauf, sodass ich von oben ausbrechen kann? Der geht hier irgendwo... Leute, warum sind hier so... Hast du es gegraben? Der springt hier irgendwo hin. Guck mal, das ist hier... Das ist so eng. Wo ist er? Warum ist er gesprungen? Hey, du komisches Monster! Hier rüber? Leute, was? Ich find's aber übelst geil. Ich komme mir gerade vor wie so ein Assassin. Ah! Oh mein Gott. Vielleicht ist es der Ausgang, Leute. Oh nein! Leute, warte mal, das ist enger als normal, oder? Ja, guck mal, wie eng das ist. Okay, Leute. Ich weiß, die meisten von euch werden positiv denken und sagen, Flo, vielleicht ist es lieb, das Monster, das kleine Baby. Vielleicht bringt es dich raus. Aber Leute, was, wenn es eine Falle ist? Und dort hinten ein übelst böses Monster wartet. Und das kleine Baby sucht frisches Fleisch oder Essen für das. Oh, es ist creepy. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Guck mal, wie eng das alles ist. Geht's nicht weiter? Oh, doch. Oh, Leute. Ich habe ein richtiges Gefühl. Als ob gleich irgendwas auf mich zuspringt. Oh, mein Gott, Alter. Ich war noch nie so angespannt im Labyrinth. Weil meistens sind es die kleinen Monster, die am gruseligsten sind. Leute. Ich habe Angst, dass jemand hinter mir kommt. Hey, wo führt das hin? Ist das eine Spirale? Ah, ja, guck mal, wie eng das hier ist. Pass ich überhaupt durch? Das wirkt ein bisschen wie ein Plumpsklo, Leute. Soll ich's? Ich mach's! Leute, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Jetzt sind wir eingesperrt hier, glaube ich. Oh mein Gott, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Freiheit. Hier ist ein Gang. Oh! Ein goldener Schlüssel. Hallo? War das Blut frisch oder ist es schon von länger? Leute, wie komisch. Das ist durchgestrichen. Okay, warte, ich versuch's zu lesen. Wer auch immer das liest, ich hoffe, es ist nicht zu spät für dich. Du musst hungern und dünn und klein und eng und schmal werden und flüchten. Du musst raus und weg und dort nicht so wie ich habe versagt. Ich bin mein Ende. Was labert der? Ich glaube, das ist... Diesen Durchgang, gell?
Das ist meine Schuld. Ich bin zu fett und dick und übergewichtig. Ich passe nicht durch. Warum esse ich so viel? Ich sollte gesunder leben und Gemüse essen und Obst und Früchte. Aber ich habe es nicht getan und jetzt wird es Nacht. Ich höre es. Oh. Oh! Okay. Warte mal, meint ihr, dass ich hier... Warte, passe ich hier... Oh mein Gott, ich glaube das hier... Und hier geht's nur rauf, oder? Hier kommt man gar nicht mehr zurück. Leute, ich glaube, das ist der einzige Ausgang hier, seht ihr das? Und der Typ war anscheinend zu breit gebaut, dass ich hier durchpasst. Und deswegen ist er hier verhungert oder von einem Monster gestorben. Alter, ich passe hier knapp durch. Oh mein Gott. Ey Leute, ich hoffe, wir besiegen nicht dasselbe. Okay, Leute. Ich könnte theoretisch auch ein Enderplatt durchwerfen, gell? Aber ich wäre riskant. Oh mein Gott. Goldener Schlüssel, Leute. Goldener Schlüssel, aber ein neuer, oder? Letzte war ein Silberschlüssel. Ist das ein neuer Bereich? Ich glaube, Nina hat das irgendwie so aufgemacht. Wie ging das? So? Okay. Okay, Leute. Leute, neuer Bereich! Der blaue Bereich? Was? Okay. Wie viele Bereiche gibt es in diesem dummen Labyrinth? Wie weit geht das? Und hier ist alles sehr groß. Ich sehe noch eine höhere Mauer. Ah! Was zum... Was zum... Das ist nicht normal, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Rein, rein, rein. Komm schon. Geh doch rein! Lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kompass, Kompass zeigt immer in Richtung von dem Innenraum, glaube ich. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt haben wir richtig Probleme, Leute. Leute, neuer Außenbereich. Kompass. Hier lang, hier lang. War ich hier? Ich glaube schon. Oh mein... Warte, hier... Leute, ich muss schnell sein. Ich will nicht nachts ausgesperrt werden. Nicht mit dieser Tür offen. Lauf, 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 oh mein Gott, schnell Parcours. Ich glaube, ich gehe in den Weg hier. Lauf, 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 ich glaube, die Glocken kommen gleich. Schnell, lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Warte, hat sich das Labyrinth verändert? Hier? Schnell. Oh mein Gott. Leute, was war das für ein großes Monster? Mein YouTube-Kanal ist jetzt 12 Jahre alt und das feiern wir mit dem limitierten 12 Jahre Feuerwerk Fullprint Hoodie sowie limitierten Designs von Team Melona, Saftig und Totemas All-Over-Print Design. Außerdem gibt es ein 100 Charakter Riesendesign und die 4D Feuerwerk-Autogrammkarten. Limitiert nur jetzt auf shop.kavici.com.